Stammtisch. Herzlich willkommen zur neuen Episode von Wiki Stammtisch. Zu Gast heute Emanuel Engelhardt, Mr. Kiwix. Ein Hallo von Berlin nach Zürich. Hallo Sebastian. Hallo, grüß dich. Stell dich doch mal vor. Ich heiße Emanuel Engelhardt, ich bin Franzose, wohne aber in der Schweiz seit 10 Jahren in Zürich. Bin vom Beruf her Entwickler, Softwareentwickler. Und sonst bin ich Wikipedianer, Member von Wikimedia Switzerland. Und ich arbeite sonst auf einem Projekt, um Wikipedia auch offline zu anbieten. Und das Projekt heißt Kiwix. Genau. So bin ich auch auf dich gestoßen. Manuel Schneider hat mir, glaube ich, von dir erzählt. Und ich hatte auch schon mal ist mir schon mal untergekommen auf Wikimanias. In Hongkong hatte ich mal einen Vortrag darüber gehört. Und es besteht ja auch eine allgemeine große Faszination für ein Offline-Wikipedia. Also kommen öfter mal Leute, die fragen, wo kann man sich das runterladen? Und dann ist immer Kiwix die erste Wahl. Aber erstmal jetzt noch zu dir. Du hast in Paris studiert und arbeitest jetzt als freier Entwickler oder hast eine kleine Firma? Ja, ich habe meine eigene Firma mit 2 Kollegen, aber ich bin eigentlich selbstständig und arbeite auf Vertragbasis. Aber Kiwix ist nicht das, woran ihr arbeitet. Tatsächlich, Kiwix ist für mich ein Volontärarbeit. Ich bin da freiwillig. Du bist, das ist immer noch ein Hobby. Donalizin dafür ist ganz schön professionell, aber das kann man ja auch erwarten bei einem Entwickler. Aber ja, gut, also ein Professionell, der freiwillig arbeitet nicht halbwegs in Qualität, er probiert das auch sein Bestes zu geben. Ich muss auch sagen, ein paar Profis haben auch mitgeholfen, Kiwix zu machen, auch da auf Vertragbasis, wenn wir da ein bisschen Geld hatten. Ich habe auch ein bisschen bezahlt, ein bisschen Geld bekommen ab und zu, um Kiwix zu verbessern. Aber meistens ist es freiwillig. Ja, man macht sich da immer so romantische Vorstellungen, wie freie Software entsteht, dass die Leute halt abends dann nochmal 2 Stunden dranhängen, aber so kann man ja nicht arbeiten als Programmierer. Ist auch eher ein künstlerischer Prozess dann, wenn man über größere Abschnitte guckt. Und da braucht man auch schon mal Geld, um mal wieder was richtig was zu wuppen. Ja, das ist eine... Also es ist die Wirtschaft des freien Software ist ein bisschen komplex. Es gibt ziemlich unterschiedliche Situationen. Aber für Projekte wie Kiwix, die eigentlich mit der Industrie kaum zu tun haben, tatsächlich muss man meistens mit Freiwilligen arbeiten und diese Freiwilligen sollen also ihr Brot irgendwie meistens anders verdienen. Genau, die entweder sie arbeiten tagsüber oder sie werden anderweitig alimentiert, indem sie Studenten sind oder in Rente sind oder krank sind. Ja, es gibt unterschiedliche Situationen. Es ist wahr, dass sehr viele Studenten mit freier Software tätig sind oder jüngere Arbeiter, die noch keine große Familie oder keine Familie haben. Es kann auch sein, dass kein soziales Leben die arbeiten auch nicht vollzeitig. Also die arbeiten 50%. Ich habe auch jahrelang wenig Zeit pro Woche gearbeitet und dafür viel Zeit für Kiwix gearbeitet. Und das ging auch so. Wie viele Leute arbeiten zurzeit an Kiwix? Zurzeit würde ich sagen, ja, ungefähr 5 Personen auf tägliche Basis, ja. Echt so viele, ja. Ist ja dann doch relativ stabil, das Projekt. Wenn es bloß 1 oder 2 sind, ist ja immer die Gefahr, dass das dann schnell wieder einschläft. Habt ihr viele Anfragen und so? Kriegt ihr viel Feedback? Ja, also das Projekt in sich selbst ist immer noch nicht so stabil, wie ich mir das gern wünsche. Es ist wahr, dass wir zurzeit und seit 1 bis 2 Jahren relativ viel freiwillige Entwickler haben. Was war eigentlich deine Frage noch einmal? Die letzte? Moment, das hatte ich ihn gefragt. Ob ihr viele Anfragen kriegt Feedback von den Benutzern? Wir haben sehr viel Feedback von Benutzern. Es ist mehrere Zehnte pro Tag. Und ach so, okay. Ja, also es ist meistens ohne Frage, aber auch
mitfragen. Und ich muss sagen, das ist uns sehr wichtig, auch weil das ist eigentlich unsere Belohnung, zu sehen, dass es genutzt wird, dass die Leute, also dass echte Leute, dass es nicht nur Zahlen auf eine Webseite mit Statistik. Auf die andere Seite, das generiert auch ziemlich viel Arbeit. Ich habe mal geschaut nach Alternativen zu KiWiX, also andere Möglichkeiten, Wikipedia offline zu betrachten. Art Dictionary, Wikitaxi, das gibt's aber schon nicht mehr. Xova, FastWiki, OkaWix und WikitoTouch. Ich habe auch immer mal, komme immer wieder auf dem iPhone Applications, Apps unter, die Wikipedia so zum Offline-Runterladen anbieten. Aber Kiwi ist doch das weit verbreiteste, was ich so geschaut habe. Ich habe auch etliche YouTube-Videos gefunden in verschiedenen Sprachen, Englisch, Französisch, Spanisch, in denen jemand erklärt, wie man sich ein Offline-Wikipedia mit KiWiX installiert. Ja, wir haben das Projekt vor 10 Jahren gegründet und seitdem immer regelmäßig verbessert und entwickelt, und das zählt auch ein bisschen dafür, das hat sich ein bisschen installiert. Ich soll auch sagen, mit der Verbesserung der Lösung gibt es immer weniger Grund, dass andere ähnliche Projekte starten. Mit der Zeit hat es sich installiert, und heute, ja, das ist also das ist relativ bekannt, und die Alternativen sind selten eigentlich. Das Grundprinzip von KiWiX ist, dass ein Format erzeugt wird, dieses ZUM-Format, was ein komprimiertes HTML-Format ist, wenn ich das richtig verstanden habe. Tatsächlich, es ist das ZIM-Format. ZIM, genau, ja. ZIM, ja. Die Idee von KiWiX ist, dass es irgendwie agnostisch ist. Es ist nicht ein Reader für Wikipedia. Es ist ein Reader, das irgendein Inhalt, das in HTML zur Verfügung ist, auch offline anbieten kann. Und die Problematik ist die folgende. Wir haben zum Beispiel ein Wikipedia auf Englisch mit etwas wie mehr als 30 Millionen Einträge. Es kann Redirektion sein, es kann Bilder oder Artikel sein, aber das ist die Masse von Artikeln ist riesig, der Anzahl ist riesig. Und technisch, das ist schon ein Problem, mit so viel Daten zu arbeiten. Ja, lass uns erstmal von den vielen Daten wegkommen und einfach ich möchte gerne das Grundprinzip verstehen. Die Wikipedia ist ja eine Datenbank basiert. Das heißt, die Artikel stehen mit ihren verschiedenen Versionen in der Datenbank. Und ihr ladet euch dann ein Datenbank-Dump runter und wandelt das irgendwie um. Das ist nicht genau so. Aha. Du hast es richtig gesagt, das ist der ZIM-File, ist eigentlich es ist ähnlich wie ein ZIP-File mit Millionen von HTML-File drin oder Bilder und solche Dinge. Wie es gebaut wird, ist ein bisschen abhängig, was für ein ZIM-File es ist. Ich kann erklären kurz, wie es funktioniert und wie es gebaut wird für Wikipedia und eigentlich anderen Wikis, die auf MediaWiki basiert sind. Und in solche Fälle arbeiten wir mit den relativ neuen Parsoid Backend. Der Parsoid, das ist eine Lösung entwickelt von der Wikimedia Foundation und betrieben auch von der Wikimedia Foundation, und das bietet eigentlich eine HTML-Version der Artikel. Warum haben wir Parsoid? Es ist wegen des Visual Editors. Weil der HTML von Parsoid, generiert von Parsoid, ist eigentlich ein HTML mit ziemlich viel Semantik drin. Und das ist auch sehr wichtig und eigentlich nötig für KiWiX. Und jetzt nutzen wir den. Das bedeutet, wir arbeiten mit der API von MediaWiki, also mit dieser spezifischen Parsoid-API von MediaWiki, um den Artikel zu herunterladen und auch um den Bilder zu herunterladen. Also Parsoid ist eine Schnittstelle oder ein Programm? Das ist ein Server-Side-Programm, und das läuft im Datacenter von der Foundation. Ah, okay.
Und das ist, kann auch auf anderen MediaWiki-Installationen installiert werden. Also man könnte auch Wikia-Wikis runterladen. Also es gibt heute keinen SIM-File von Wikia, weil Wikia hat dieses da hat den Visual Editor nicht angeboten, so viel wie ich weiß. Aber tatsächlich kann man den Visual Editor und Passoid, beiden funktionieren, müssen zusammen installiert sein, dass der Visual Editor funktioniert, auf alle MediaWikis, ja. Und deswegen bieten wir auch zum Beispiel SIM-File von einem Projekt wie Wikidia. Das ist eine kleine Enzyklopädie für Kinder und die haben auch den Visual Editor installiert und deswegen können wir auch SIM-File davon machen. Das heißt, ihr sprecht den Parsoid an, bekommt dann die alle Artikel als HTML-Dateien mit Semantik drin. Ihr könnt auch die Bilder ziehen und die werden dann alle in eine große Datei reingeschoben und gezippt. Also, es funktioniert so, dass also man soll erstmal die ganze Liste von Artikeln herunterladen, dann jeder Artikel eins zu eins, dann das HTML ein bisschen sauber machen, die rote Linken zum Beispiel wegmachen und so weiter. Dann soll man die Bilder herunterladen, alle Redirects auch. Und dann eigentlich zurzeit funktioniert es so, dass wird alles in einem Verzeichnis auf die Festplatte gespeichert. Einmal, dass alles sauber auf die Festplatte ist, gibt es ein Software, das wir gebaut innerhalb des OpenSIM-Projekts. Das heißt SIMWriter FS und das ist in der Lage, davon ein SIM-File zu machen. Man transformiert eigentlich ein Verzeichnis mit Millionen von Files drin in einem ziemlich starke komprimierte SIM-File. Naja. Und ja, gut, dann kommen wir zu den großen Datenmengen. Wenn man dann die deutsche oder die englische Wikipedia haben will, dann ist das nicht so mal eine Sache von einer halben Stunde, nehme ich an, sondern das läuft eine ganze Weile. Man muss ja erst das alles runterladen, das alles bearbeiten, packen. Deswegen macht ihr das einmal im Jahr oder alle halbe Jahr. Also wir sind dabei. Es ist ein bisschen mit Mühe, weil wir haben Hardware Limitierungen, das ist ein Ressourcenproblem, aber wir probieren nicht das einmal pro Jahr, aber einmal pro Monat zu machen. Aber dieses Prozess, noch einmal, dass es klar ist, dieses Prozess machen wir auf unserer Seite einmal. Die Benutzer sind eigentlich von diesem Prozess nicht betroffen. Die laden einfach den SIM-File und das funktioniert direkt. Genau, der Hintergrund war, dass ich über Aktualität nachgedacht habe. Die Wikipedia wird ja ständig bearbeitet. Und nach einem Jahr ist ja schon wieder eine alte Version sozusagen. Und dann wäre einmal im Monat schon ein guter Kompromiss, weil so häufig ändert sie sich dann auch nicht, dass es so jetzt Ja, reinschlagen würde. das ist tatsächlich so. Das gesagt, unser Publikum oder wir arbeiten hauptsächlich für Leute, die kaum Zugriff zu Internet haben. Dieses Zug oder dieses Bedürfnis, sondern immer absolut die letzte Aktualität ist auch nicht so stark wie für wie ich würde sagen, wie für Leute wie uns, die eigentlich ständig online sind und ständig die letzten Infos haben. Man soll sich noch erinnern, also vor noch 15 Jahren oder 20 Jahren hatten wir zu Hause eine Enzyklopädie, die wahrscheinlich selbst 10 oder 15 Jahre alt war, wenn nicht älter. Und das ging auch, weil das enzyklopädische Wissen zumeistens ändert sich auch nicht so schnell. Schon wahr, schon wahr. Ich habe auch gesehen, also in den Anfängen des Qwiks-Programms habt ihr mit einem Projekt zusammengearbeitet, Afripedia. Und das war nicht zum Anfang. Ja, das war schon vor ein paar Jahren, aber Vor ein nicht paar zum Jahren, Anfang. nicht zum Anfang. Also Ja, gut, also das Afripedia war eigentlich ein Projekt, wo wir mitgemacht haben. Wir sind Teil, eigentlich unsere Stärke und was wir machen, ist Softwareentwicklung. Wir machen selbst direkt nie allein, was man so Deployments anfällt. Man soll immer Partners haben, die dieses Know-how haben und das weitermachen.
Und das ist, deswegen haben wir auch einfach Partners und wir arbeiten zusammen innerhalb Projekten, wo wir einfach dieses Software-Know-how bringen und die Partners bringen andere Know-how, die nötig sind, um die Technologie bis zum End-User zu bringen. Afripedia war ein Beispiel davon. Das ist, das haben wir gemacht mit Wikimedia France und staatliche Organisation, französische Organisation. Das ist schon vor 3, 4 Jahren. Da ging es darum, an Universitäten in ganz Afrika oder ziemlich weit verteilt einen Server hinzustellen. Ich weiß jetzt nicht, über LAN oder WLAN, so dass man dann auf die dort installierte Offline-Version der Wikipedia zugreifen kann. Und jetzt eine Internetleitung zu bringen, konnte man dann quasi im Intranet auf eine Wikipedia zugreifen. Habe ich das richtig beschrieben? Ja, es ist genauso. Ja, Genau. wir haben in Dozenten von Unis diese kleine Computer mit einer Offline-Version des Wikipedia installiert und auch erklärt, wie es funktioniert. Da waren auch Kurse, wie man editiert auf Wikipedia, weil in dieser Universität eigentlich ist es eine Situation, wo sie ein schlechtes oder ein geringes Zugriff zu Internet haben. Also die können ein bisschen mitmachen, aber nicht immer und nicht immer schnell. Deswegen es ist eine Nebenlösung, diese Offline-Wikipedia. Eine durchaus sinnvolle Sache, wenn man eben sich kein Seekabel mal eben legen kann, dann halt wenigstens die Wikipedia mit allen Bildern und allen Texten da zu haben. Da ist aber die Versionshistorie ist nicht da drin, ne? Entschuldigung. Die Versionshistorie ist da nicht da drin. Da sind dann nur Die die. Version, ja tatsächlich, die History machen wir nie drin. Wir machen auch nicht, wir machen auch nur die Namespace, also meistens die Main Namespaces. Also in den Artikeln Namensraum. Ja, Ja. das also hauptsächlich das enzyklopädische Bereich. Also auch die Diskussionen sind nicht dabei. Tatsächlich, ja. Ja, die ja eigentlich ein wesentlicher Anteil sind. Also die Rezeption der Informationen bedarf schon der Versionshistorie und auch der Diskussion. Also das History, es gibt einfach eine Platzgrenze und das wird nie gemacht sein. Also ich kann mich kaum vor. Es ist technisch möglich, aber was wäre denn Sinn, ein Sim-File von 1 TB oder 2 TB? Ich sehe hier wenig Sinn. Aber die Diskussionsseiten tatsächlich, das ist schon gefragt worden und ich muss schon sagen, dass das wäre machbar, auch wenn es viel größer wäre, wenn den Teamfall viel größer wäre. Das wäre interessant, das so zu anbieten. Vielleicht nicht jeden Monat, aber vielleicht einmal pro Jahr, dass wir eine Version machen mit den Diskussionsseiten. Das wäre, finde ich, ein Mehrwert, ja. Diese SIM-Files werden nur von euch angeboten. Ja, meistens. Also es gibt andere Leute, die schon SIM-Files gemacht haben, aber nicht in der Ausmaß und nicht mit der Regularität, dass wir als GWix machen. Das gesagt, wir möchten wirklich diese Situation ändern. Ach so, ihr arbeitet daran. Ich hatte auch schon mal, genau, ich hatte auch schon geschaut, ob ich mir selber mal das Programm installieren kann. Bei euch ist ja alles Open Source, also man kann alles haben. Aber ich habe es jetzt so ganz auf die Schnelle nicht installieren können, weil Abhängigkeiten nicht richtig aufgelöst wurden. Aber du hattest im Vorgespräch auch schon gesagt, dass ihr genau daran jetzt demnächst arbeiten werdet. Ja, also die Lösung, also ich muss sagen, dass das SIM-Format ist entstanden schon vor ungefähr 5 Jahren. Das ist ein Projekt, das wir ein bisschen, es ist betreut von den gleichen Leuten zurzeit, aber es ist eigentlich ein separates Projekt, OpenSIM genannt. Und wir bieten natürlich eine Standardisierung des Formats, also ein Dokument und auch eine Referenzbibliothek, Softwarebibliothek, dass die Leute damit schnell umgehen können. Aber bis vor kurzem, das war alles. Jetzt haben wir angefangen, ein bisschen die Werkzeuge, die helfen, SIM-File zu bauen und zu analysieren, auch selbst zu publizieren und zu dokumentieren und zu bewerben, mit Hoffnung, dass es
die Einstiegsstufe reduziert und dass es hilft, mehr Leute da sinnvoll selbst zu machen und im Projekt selbst zu einsteigen, auf jeden Fall das Format zu nutzen. Die Faszination von Offline-Wissen ist ja schon alt. Also in den Mitte der 90er Jahre habe ich mich mit diesem Windows-Help-System beholfen, sozusagen, bevor das mit dem HTML aufkam. Da habe ich Help-Dateien erzeugt, in denen dann mathematische Formeln zusammengefasst waren. Da konnte man die Seiten auch miteinander verlinken und so. Und da war ich sehr glücklich, als das HTTP aufkam, wo man das viel leichter machen konnte und auch nicht kompilieren musste und auch vom Betriebssystem unabhängig wurde. Gerade dass so viele YouTube-Videos gemacht werden, die zeigen, wie man das macht und wo die Leute dann auch stolz zeigen, dass sie eben auf einem handelsüblichen USB-Stick eben Kiwix und eine ganze Wikipedia drauf haben und mit sich rumtragen oder das auf eine Micro-SIM-Karte in ihr Android reinschieben können und dann eine Gigabyte große Wikipedia da haben, zeigt, dass die Leute das auch haben wollen. Ja. Die tragen das gern, das Wissen mit sich rum. Ja, also das Problem ist, dass wir sehen, dass kaum mehr bei uns zum Glück, aber das Problem ist, dass mehr als die Hälfte von Leuten hat keinen Zugriff auf Internet. Oder die haben einen Zugriff, der sonst eher ist. Also nur in China, die sind mehr als 1 Milliarden und die haben keinen Zugriff auf Wikipedia. Auf die, Und genau, auf die chinesische Wikipedia haben die. Hatte ich gerade in der letzten Episode mit Ting Chen gesprochen, der in der chinesischen Wikipedia sehr aktiv ist und erzählte genau das, dass man in China nicht direkt auf die chinesische Wikipedia zugreifen kann. Auf die anderen schon, aber auf die chinesische eben nicht. Und ich habe auch neulich einen Beitrag gesehen, dass es südkoreanische Organisationen gibt, die über Nordkorea USB-Sticks mit der Wikipedia drauf abwerfen. ja, das ist ein, ja, eigentlich gibt es mehrere. Wir sind im Kontakt mit mehreren Organisationen, die Wikipedia offline mit anderen Content nach Nordkorea schmuggeln. Okay. Sind also einmal die wirtschaftlichen Beschränkungen, die damit überwunden werden, wenn man also keinen schnellen Internetzugang hat, aber auch politische Beschränkungen. Und es ist hauptsächlich, ja, also hauptsächlich politisch eigentlich. Wir sind zurzeit in einer Situation, wo auf einer Seite technisch und wirtschaftlich werden immer mehr Leute Zugriff haben auf Wikipedia mit Internet, aber gleichzeitig die Zensur wächst. Das bedeutet, man beseitigt langsam aber sicher ein Problem und aber man erzeugt einen anderen auf die andere Seite. Das bedeutet, vor 10 Jahren war Zensur noch für uns kein Thema. Ja, also digital, wie heißt das auf Deutsch? Also die Problematik, dass zum Beispiel selbst in Frankreich ein paar Leute damals kaum einen Zugriff hatten, das war die Thematik und deswegen haben wir auch Wikipedia offline Kiwix gemacht. Heute reden wir 50-50 Censorship und mit diesem Problem von Zugriff wegen Armut oder wegen Mangel auf technische Entwicklung. Das ist ein wachsendes Problem, dass die sind so. Erzähl doch mal, wie du zur Wikipedia gekommen bist. Ist ja schon ein bisschen her jetzt. Ja, es ist schon ein bisschen her. Also ich bin eigentlich zu Wikipedia gekommen, weil ich ein Teil der Freisoftware-Bewegung war, hauptsächlich als Nutzer, muss ich zugeben. Und ja, wir hatten so Foren und da hat einmal jemand gepostet, ja, wir machen ein freies Enzyklopädie mit Freisoftware-Prinzipien und wir brauchen Hilfe. Bis jetzt haben wir 3000 Artikel und ja, bitte join us. Und meine erste Reaktion war, puff, sowas klappt nie. Und Genau. bin ich weitergegangen, habe ich etwas anderes gemacht. Und ich glaube, ein paar Wochen später war noch eine andere Meldung wir brauchen definitiv Hilfe, jetzt haben wir 5000 Artikel. Und dann habe ich gesagt, ja, vielleicht klappt es doch schon. Und dann habe ich das angeschaut und bin ich nie wieder weg. Und so bin ich zu Wikipedia, also die Wikipedia auf Französisch, ja, Mitglieder, so habe ich angefangen. Der erste Edit war am 24. Juli 2003, Olympiade des Internationales des Sciences.
Ich kann kein Französisch. Ja, gut, das ich Mathematik-Olympiade stamm von oder so. Der Uni, und damals habe ich mich gekümmert um das französische Team von dieser Wissenschaft-Olympiade, also in Informatik, in Programmierung, in Algorithmen. Hast also etwas gemacht aus deinem Umfeld, was du kanntest? Darüber hast du zuerst ja, wie, wie jeder, glaube ich, das erste Mal von über sein Dorf oder sein Star oder seine Familie, teilweise für Leute, die ein paar berühmte Leute haben in ihrer Familie. Ja, Stand heute hast du in der französischen Wikipedia mehr als 67.000 Edits, bis dort aus auch SysOp, auf Commons 8.000, in der englischen 2.000, auf Wikidata fast 400, auf Meta 360, in der deutschen fast 300 und dann auf UK Wikimedia.org, das ist von Wikimedia UK die alte Webseite, da hast du auch 252, ja, da scheinst du auch recht aktiv gewesen zu sein. Ja. Ja, ich bin leider nicht mehr so aktiv auf unsere Wikis, weil ja, man kann nicht alles machen, und jetzt mache ich hauptsächlich Softwareentwicklung und ich arbeite mit anderen Entwicklern. Also ich mache weniger Kontribution zu Wikipedia, aber dafür hoffe ich immer noch so viel für die Bewegung in sich. Ja, und Wikipedia auf Französisch hat mich ein paar Stunden beschäftigt, ja. Erzähl mal was von der französischen Wikipedia. Hast du ein bisschen Vergleich zur deutschen oder zur englischen? Gibt es da Unterschiede? Das ist eine riskante Frage für zwei Gründe, weil ich die deutsche und die englischsprachige Wikipedia nicht so gut kenne, und dazu bin ich nicht mehr so aktiv auf die französische Wikipedia, wie ich war. Also die Informationen, die ich habe, sind ein bisschen veraltet oder nur jetzt teilweise, also partiell. Aber du hattest deinen Spaß in der. Ich glaube, die deutsche Wikipedia ist sehr, also funktioniert schon hat sehr viel, wie sagt man das, Originalität in wie es funktioniert. Ich glaube, das weiß jeder. Die Regeln sind anders auf jeden Fall. Ja, die Regeln und die Art, wie die Leute diese Wikipedia bauen, mit sehr viel Erfolg, muss man auch sagen. Das ist ein bisschen eigenartig, aber in der positiv Sinn, original. Sonst die französische Wikipedia finde ich auch nicht so unterschiedlich vom Prinzip oder wie es funktioniert wie die englische. Es gibt ein bisschen weniger Leute, aber es ist auch sehr international und immer trotzdem zu wenig natürlich, aber immer noch sehr international. Und das ist sehr lebendig, also es funktioniert gut. Also ich habe zum Beispiel nie wirklich Angst gehabt, dass die französische Wikipedia so Contributor verlierst oder so. Das war immer sehr aktiv. Du warst auch im Board von Wikimedia Frankreich, also was in Deutschland jetzt nicht mehr Vorstand, sondern Präsidium heißt, für einige Jahre. Ja, das ist auch sehr, das ist in 2005 oder 2006 sowas. Ganz am Anfang von Kiwix. Warum wollte, bist du da rein? Ja, ich wollte das pushen und ich habe kandidiert um dieses Projekt, weil eigentlich dieses Projekt am Anfang war schon ein Projekt von Wikimedia France. Wikimedia France hat andere Leute, zum Beispiel Delphine Ménard, die auch berühmt ist, ja. bei Wikimedia Deutschland ist, unter anderem hat er auch probiert, bevor eine Offline-Version des Enzyklopädie zu bringen, also zu machen. Leider mit nicht so viel Erfolg, und deswegen habe ich gesagt, ich glaube, das können wir schon schaffen, und ich kann mich für nächstes Jahr, in den nächsten zwei Jahren, mich darum kümmern, dass sowas passiert. Und wie war die Arbeit? Welche Arbeit genau? In dem Board. Also du, klar wolltest du dein Thema pushen, aber was hattest du so für ein Gefühl, wie da die Entwicklung war? In welchen Jahren sprechen wir da auch? Also ist die Frage über Kiwix oder über wie funktioniert Geht um Wikimedia Frankreich.
In welchen Jahren warst du da in dem Board? 2006, ein Jahr mehr oder weniger. Das ist ja schon ziemlich lange her, okay. Ja, das ist lange her und ich glaube, diese Information, auch wenn sie richtig noch in meinem Kopf wäre, wäre sowieso ungültig inzwischen. Ja. Das Einzige, was ich mich erinnern kann, ist, war sehr viel Diskussion, aber das überrascht niemand, glaube ich. Nee, sicher nicht. Genau, und ja. So, dann lass uns noch ein bisschen von KiwiX sprechen. Jetzt etwas freie Musik. Wir reden jetzt aber auch schon eine ganze Weile und ich spiele auch immer ein bisschen freie Musik. Wir haben es wieder geschafft, keine freie Musik zu finden, sondern eine NC-lizenzierte, aber es ist nur ein kurzes Stück. Und du hast es ausgesucht, weil es so schön klingt, wie du gesagt hast. Und das hören wir uns jetzt an. Gefunden auf im Free Music Archive hören wir uns jetzt an von Sergei Cheremisinov, Hidden Crystal. Sind wir wieder und reden mit Herrn KiwiX, mit Emanuel Engelhardt, der KiwiX mitgestartet hat und über viele Jahre jetzt begleitet hat und uns noch ein bisschen was erzählen kann, nämlich wie soll es jetzt weitergehen mit KiwiX? Ich habe gesehen, dass euch Geld helfen würde. Ja, das ist tatsächlich ein also die Situation ist folgende zurzeit, es existiert seit 10 Jahren und wir haben mehr oder weniger 1 Million Leute pro Jahr, die das bekommen, meistens selber herunterladen oder durch Partners. Und die Situation ist, dass wenn wir die Wachstum behalten möchten, sollen wir ein paar Sachen ändern in der Organisation, müssen wir ein paar andere Talente, die auch nicht nur mit Software zu tun oder Softwareentwicklung zu tun haben, und wir sollen die Struktur ein bisschen stärken, vielleicht einen Verein bauen, oder es ist alles noch relativ offen. Das Geld spielt natürlich auch eine Rolle, weil es gibt Kosten Server und es gibt auch Sachen, dass die Freiwillige wirklich nicht machen möchten. Und dafür, wenn wir vorwärts weiterkommen möchten, muss man jemanden bezahlen, um diese Arbeit zu machen. Das ist teilweise administrative Arbeit, teilweise auch technische Arbeit, die ziemlich mühsam ist. Das ist der Standpunkt zur Zeit. Ich muss sagen, wir sind sehr stark unterstützt von Wikimedia CA seit Jahren schon. Mhm. Und wir möchten und werden hoffentlich weiter mit Wikimedia CA, also Wikimedia in der Schweiz, wachsen. Mhm. Das gesagt, es ist immer gut, wenn andere externe Partners auch kommen, um die Stabilität des Projekts zu erhöhen. Hm. Wikimedia CH unterstützt euch, aber es gibt ja auf der KiwiX-Seite auch einen Donate-Button. Wo geht dieses Geld hin?
wenn ich das. Also zurzeit dieses Geld ist zu Wiki, also wir haben zurzeit keine formelle Struktur. Aha. Wir sind deswegen nicht in der Lage, Geld zu sammeln. Diese Rolle übernimmt zurzeit Wikimedia CA, und wenn man auf dem Donate-Button unserer Webseite klickt, wird das Geld zu Kiviks Projekt, also es wird zu Wikimedia CA gegeben mit einem Tag Kiviks, und das landet in dem Budget von Kiviks, weil wir haben eigentlich ein Budget bei Wikimedia CA. Beantragt ihr bei der Foundation Geld, um das weiterzuentwickeln? Oder wie läuft das? Warum kriegt ihr nicht jetzt 1 Million von der Foundation, um das mal richtig voranzubringen? Also 1 Million hat man nie gefragt. Vielleicht, das ist auch ein Fehler von uns. Die Wikimedia Foundation hat einen Fokus auf die Online-Version von Wikipedia und von anderen Projekten, aber hauptsächlich von Wikipedia, und hat eigentlich kein Budget und kein Geld für offline. Die spenden eigentlich kein Geld dafür. Und es war nicht immer so. Ich glaube nicht, dass das so einfach ist. Ich meine, sie investieren sehr viel in Wikipedia Zero, was ja eine abgespeckte Offline-Version ist, also für eine sehr schmale Bandbreite. Und sie unterstützt wohltechnische Projekte, die nicht Wikipedia sind, nämlich Wikidata. Also, Wikipedia Zero ist nicht offline. Genau, aber es geht Es in ist eine dieser Online-Lösung. Seine Also, Online-Lösung, aber auch eine stark reduzierte, um halt mit schwacher Bandbreite darauf zugreifen zu können. ja, aber ich rede spezifisch von Genau, Offline-Lösung. genau. Und Wikidata ist tatsächlich jetzt Maintain und auch bei der Foundation, ja. Aber es ist ein Online-Projekt, und ja. Also jetzt ist es ein bisschen eine politische Sache der Foundation. Man sollte eigentlich sie fragen, warum sie nicht viel mehr Unterstützung Kiviks geben. Aber die klare Antwort ist eigentlich, dass sie sich fokussieren auf online, und vielleicht glauben sie auch nicht, dass Kiviks einen Impact in der Magnitude oder in der Größe, dass sie brauchen, um da stark mitzuwirken. Aber wir haben gefragt, aber die Strategie zurzeit, es gibt keine Offline-Strategie zurzeit. Na, dann einige der Zuhörer sind jetzt, spitzen mal bitte die Ohren und überlegen mal, ob man nicht in der Richtung was machen kann. Bitte. Das war nicht, ja, das, ich muss sagen, das war nicht immer so, und das konnte sich auch ändern, glaube ich. Also ich muss sagen, ich bin auch von der Foundation bezahlt worden, eine gewisse Zeit, um Kiviks zu weiterentwickeln, und dann hat die Strategie gewechselt, und die Strategie kann jetzt heute wieder wechseln. Wir sehen zum Beispiel, dass die Wikipedia Zero Team heißt jetzt Global Reach, und das ist man merkt nur von dem Namen, das ist schon ein bisschen eine andere Perspektive, und wir haben sehr viel Kontakt mit der Wikipedia, also Ex-Wikipedia Zero, Global Reach Team, gute Kontakte. Also es konnte sich auch ändern, aber zurzeit ist es so, dass dieses Projekt und die letzten 5 Jahren hauptsächlich und sehr stark von Wikimedia Schweiz unterstützt worden ist, und wahrscheinlich ohne diese Unterstützung wäre heute Kiviks wahrscheinlich nicht mehr da. Ja, das ist wohl bei vielen freiwilligen Projekten so, dass die nicht die ausreichende Größe erreichen, um wirklich aus eigenem Antrieb weiter zu existieren. Sie brauchen dann eine Organisation im Rücken, die sie sich entweder selber erstellen oder die sie aufnimmt und sie weitertreibt. Bin sehr froh zu hören, dass Wikimedia Schweiz da so helfend unter die Arme greift. Aber ich hoffe auch, dass, wie wir heute gelernt haben, dass das auch eine politische Dimension hat, dieses Kiviks, die Wikipedia an Orte zu bringen, wo Zensur herrscht, und dass das durchaus in die Strategie passen sollte. Ja, das Das wäre. wünschen wir uns. Also wir sehen zum Beispiel, China ist fast, also wenn man die Statistik von der Webseite, China ist meistens kommen die Benutzer von China, also das Land mit dem größten Anzahl von Benutzer, oder fast. Ach, die Das ist schon Kiviks ein sich Zeichen. runterladen.
ja, das ist schon ein Zeichen, dass da ein Problem liegt. Kiwix ist aber nicht in den Linux Repositories mit drin. Also wenn ich jetzt Ubuntu mir installiere, kann ich jetzt nicht einfach aus dem Software-Repository mir Kiwix installieren. Ich muss es direkt von eurer Webseite runterladen. Ja, das bedauern wir sehr. Wir haben auch sehr viel Energie gebracht, dass es klappt mit weniger Erfolg. Der Grund dafür oder der Hauptgrund dafür ist, dass die Technologie, womit Kiwix gebaut ist, ist veraltet. Und das bedeutet, wir haben eigentlich eine Software-Dependenz, die eigentlich selbst nicht mehr in den Distributionen, und ich meine hauptsächlich bei Debian und Ubuntu, nicht mehr da ist, und deswegen können wir das nicht machen. Wir haben im Budget nächstes Jahr, dass wir diese Abhängigkeit auslösen, und damit wird Kiwix endlich zurück bei Debian mindestens, bei Debian und Ubuntu und alle Deb-basierte Linux-Distributionen. Ah ja, dann wäre Kiwix auch wieder überall verfügbar. Das ist sehr schön. Also es gibt iPhone-Apps, es gibt Android-Apps, es gibt eine Windows-Version und es gibt auch eine Mac-Version von Kiwix. Ne? Ist das Ja, richtig? also wir sind fast auf alle wichtigen Betriebssysteme und Architektur. Es gibt auch eine Version, also Kiwix existiert, also es gibt Ports, die sind jetzt von dir gerade aufgelistet, aber es gibt auch eine Version als Server. Das bedeutet, es generiert eigentlich eine Webserver. Es ist eine kleine Software, man gibt ein SIM-File und es generiert eine Webserver. Und das funktioniert auch zum Beispiel an Raspberry Pi, also diese sehr kleine Computer für 30 Euro oder 25 Euro. Und das ist auch etwas, was wir relativ stark entwickeln zurzeit. Das bedeutet, man kann eigentlich ein kleines Computer mit Wikipedia Französisch zum Beispiel drauf haben für 60 Euro und das sofort in der Steckdose per USB oder mit einem Adapter auf die Stromsteckdose, und dann hat man ein lokal Homework, das jeder mit seinem Smartphone sehen kann und benutzen kann und Wikipedia damit lesen. Nicht schlecht. Wenn es auch die abgespeckte Version ist, hätte man das Wissen dann eben anstellen. Ich bin da nicht so ganz drüber weg. Ich bin sehr kritisch, was zum Beispiel Wikipedia Zero angeht, eben weil da die Versionshistorie und die Diskussionsseiten fehlen. Und es können ja Fehler in der Wikipedia drin sein. Und wenn man in die Versionshistorie guckt, kann man halt viel besser drankommen. Kann man besser nachvollziehen, wer das da reingeschrieben hat, beispielsweise. Ich freue mich sehr, dass es Kiwix gibt, aber ich stehe da auch manchmal ein bisschen kritisch gegenüber. Aber ich verstehe auch, dass das einfach von der Datenmenge da nicht geht. Und ich hatte auch eine Diskussion kurz noch zu Wikipedia Zero mit jemandem aus einem südamerikanischen Land und der sagte mir eben, ja, wenn ich hier $2 pro Minute bezahlen muss fürs Internet, dann kann ich mir das, da gucke ich mir die Versionshistorie sowieso nicht an, weil ich einfach die Datenmenge gar nicht bezahlen kann. Ja, also das ist tatsächlich der Paradox. Ich meine, für Leute ohne Internet bietet man ein SIM-File von 20 Gigabyte. Ja. Also es gibt ein Paradox, aber also es gibt unterschiedliche Antworten zu das. Also es ist ein Problem. Also das Problem kann man nur, und das Problem kann man nicht wirklich lösen. Man kann das nur probieren zu umgehen ein bisschen. Und es gibt unterschiedliche Wege, um das zu umgehen. Also erstmal, es ist sehr einfach, ein SIM-File von einem Rechner zu dem anderen zu kopieren. Und das machen wirklich Leute. Und ich kenne Leute, die in Afrika wirklich von Dorf zu Dorf fast mit dem Fahrrad oder mit dem Moped gegangen und von einer Schule zu der anderen Schule mit den zwei Computern in der Schule noch das Wikipedia offline gebracht haben. Und das funktioniert. Das funktioniert, und natürlich, man sieht das nicht in den Reports, weil man kann das nicht messen, aber das funktioniert. Und die Leute machen das, weil sie das wirklich brauchen und weil sie auch meistens die Zeit dafür haben und weil es gibt keine andere Lösung. Das ist das oder nichts. Dazu soll ich sagen, dass ein Teil der Arbeit sollte noch von uns geleistet sein. Das bedeutet, dass wir auch SIM-File kleiner machen, nicht weil sie besser komprimiert sind, weil das kann man kaum, aber dass sie vielleicht nicht das ganze Wikipedia anbieten, aber vielleicht die Top 100.000 oder das Top Millionen Artikel, und das wäre schon extrem viel und das reicht für viele.
Und darauf arbeiten wir. Und normalerweise, wenn wir nicht zu spät sind, werden wir, es ist ein kleines Taskforce, das wir haben mit unterschiedlichen Leuten von der Wikimedia-Bewegung und auch von anderen Bewegungen, werden wir im laufenden Herbst anfangen, solche SIM-Files zu anbieten. Also Top 100.000 Wikipedia auf Deutsch Artikel. Sehr cool. Kann man sich irgendwo ansehen, was ihr in der nächsten Zeit machen werdet? So wie eine öffentliche Roadmap? Ja, das ist leider nicht, also die beste Lösung, um informiert zu sein über was läuft, ist Twitter. Mhm. Das ist, KiWiX ja, Offline. KiWiX Offline heißt es, wie heißt es, unser Feed oder so. Und sonst, also natürlich IRC und also Fragen auf unser Forum oder Chat. IRC läuft immer so relativ viel, da kann man informiert sein, über was läuft. Aber es ist wahr, weil wir hauptsächlich basiert auf freiwilliger Arbeit, dass wir kein wirklich formell Agenda haben. Also wir probieren eins zu haben, aber weil die Leute arbeiten, wenn sie wollen, wenn sie können, kann man auch kein wirklich Agenda machen, über was kommt, wann. Es kommt, wenn es fertig ist und wenn jemand sich die Zeit genommen hat, um das zu machen. Wie organisiert man die Arbeit? Nützt ihr irgendeine agile Methode, Scrum oder Kanban? Oder wie macht ihr das? Auf Zuruf? Gut, also solche Methode funktioniert gut mit Angestellten, aber mit Volontär, es ist kaum möglich, weil einmal sind sie da, einmal sind sie nicht da. Und eine agile Methode, wenn die Ressource nicht committet, dann fällt es aus. Okay. Wir probieren so solche Methoden zu machen, wenn wir unsere Hackathon machen, die eigentlich mehr eine Woche Arbeit, wo jeder da ist, ein Task zu machen hat und so, da probiert man schon ein bisschen so zu arbeiten, aber man kann keine traditionelle Softwareentwicklung agil Methode nutzen, sonst. Es ist alles koordiniert auf dem Wiki und auf dem Wiki, auf IRC und ja, man probiert schon ein bisschen sich zu organisieren, also ich probiere die Leute ein bisschen zu motivieren und eine gewisse Release-Agenda zu haben, mindestens, was wird gemacht, also eine Ordnung in den Feature-Implementierungen und solche Dinge, dass es ein bisschen Ordnung gibt und nicht das Chaos reicht. Spannend. Also ich kann mir das nicht so richtig vorstellen. Ich habe mit offener dieser Szene noch nie, außer mit, dass ich die ein paar Leute kenne, noch nie so zu tun gehabt und stelle mir das sehr schwierig vor, wie das gehen soll. Das ist ziemlich challenging, muss ich sagen. Ich kenne beide Seiten, die traditionelle Softwareentwicklung bei Kunden oder bei Firmen und diese volontärbasierte Arbeit. Und ich muss sagen, man lernt die bezahlte Kollegen und Angestellte zu schätzen für ihre Commitment, einmal, dass man so lange mit Volontär gearbeitet hat. Nicht, dass die Volontär schlecht sind, die sind meistens wirklich sehr gut und wir haben wirklich sehr talentierte Entwickler, aber und sehr engagiert auch. Aber ja, die haben auch ein Leben und es gibt andere Konzerne, die stärker sind als KiWiX für die und für mich auch eigentlich. Das macht das Ganze ein bisschen challenging. Aber es lohnt sich, dran zu Es bleiben. lohnt sich sehr. Es ist sehr viel, es gibt sehr, sehr viel, wie sagt man das, Belohnung. Ich bereue keinen Moment, diese letzten 10 Jahre für KiWiX gearbeitet haben. Und ich würde fast sagen, leider werden wir wahrscheinlich Arbeit haben für die nächsten 10 Jahre. Und zu wissen, dass so viele Leute das nutzen, zu sehen, dass es wirkt, dass es Lebens rettet, dass es Schüler rettet, dass jeden Tag das sowas zu lesen, das ist extrem wichtig. Bist du auch in anderen Open Source Projekten aktiv? Nein, 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 das ist also nein, das ist nicht möglich für wegen der Zeit. Das gesagt, KiWiX nutzt andere Open Source Bibliotheken, Software Bibliothek und wir helfen auch, weil wir ziemlich starke Nutzer sind. Wir machen Patches und wir arbeiten mit diesem Projekt zusammen. Und das ist ein bisschen unsere Kontribution zu anderen Projekten. Cool.
Dann danke. Das war ein schöner Einblick in Kiwix, in ein sehr spannendes Projekt, das es auch schon so lange gibt, aber und auch allgemein so bekannt ist. Also ich war überrascht, wie verbreitet das, wie viele Links es dazu gibt. Ne? Es gibt nicht nur eure Homepage, wenn man danach sucht, sondern auch Seiten, die das erwähnen, die sich darauf beziehen. Es gibt YouTube-Anleitungen, gibt irgendwelche WikiHow oder so ähnliche Portale, die erklären, wie man damit umgeht. Also das ist schon ein Knaller, was wir da haben und was ihr da macht. Großartig. Vielen Dank. Ich freue mich auch. Wir sehen uns morgen oder übermorgen in Kornwestheim auf der Wikicon. Ja. Wo du dein Projekt vermutlich auch wieder vertrittst. Ja, ich werde am Samstag in der Nähe von Stuttgart sein für das Wikicon. Es gibt aber schon morgen und bis Sonntag Leute von einem Team, das Wikipedia Offline mit Kiwix schon in Ruanda in Schule installiert, und die werden das demonstrieren, und ich bin auch da, um den Hallo zu sagen, aber eigentlich werden sie wahrscheinlich am meisten da die Wikipedia Offline Welt zeigen, mehr als ich. Aber für alle Leute, die darüber reden möchten, diese 5 Milliarden von Leuten Free Knowledge zu bringen, sind wir da die ganze Wochenende. Sehr schön. Dann danke ich dir und bleib dran und bleib schön neugierig. Vielen Dank. Tschüss, Sebastian. Tschüss. Das war eine Episode des Podcasts Wiki Stammtisch von und mit Sebastian Wallroth. Die Episode steht unter der Lizenz Creative Commons Namensnennung 4.0, abgekürzt CC BY 4.0. Diese Lizenz erlaubt Ihnen erstens, die Episode zu teilen, also das Material in jedwedem Format oder Medium zu vervielfältigen und weiter zu verbreiten. Zweitens dürfen Sie die Episode bearbeiten, also das Material remixen, verändern und darauf aufbauen, und zwar für beliebige Zwecke, sogar kommerzielle. Ich als Lizenzgeber kann diese Freiheiten nicht widerrufen, solange Sie sich an die Lizenzbedingungen halten. Die Lizenzbedingungen lauten: Erstens, Sie müssen als Urhebernamen Wiki Stammtisch, Sebastian Wallroth angeben. Zweitens, Sie müssen die Lizenz CC BY 4.0 angeben. Drittens müssen Sie, wenn möglich, einen Link zur Lizenz beifügen. Viertens müssen Sie angeben, ob Änderungen vorgenommen wurden. Fünftens dürfen Sie diese Angaben in jeder angemessenen Art und Weise machen, allerdings nicht so, dass der Eindruck entsteht, dass ich als Lizenzgeber gerade Sie oder Ihre Nutzung besonders unterstützte. Zuletzt dürfen Sie sechstens keine zusätzlichen Klauseln oder technischen Verfahren einsetzen, die anderen rechtlich irgendetwas untersagen, was diese Lizenz erlaubt.